Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Online-Veranstaltung Trockenheit und Dürre in der Region Berlin-Brandenburg. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der Kooperationsveranstaltung der Urania-Reihe Stadtnatur Berlin, ökologisch denken und dem Climate Change Center Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Berit Peth, ich arbeite an der TU Berlin für die Initiative Climate Change Center Berlin-Brandenburg, die ich hier zum Anfang der Veranstaltung ganz kurz Ihnen vorstellen möchte. Die Initiative wurde Anfang 2020 von der TU Berlin gegründet. Dabei sind außeruniversitäre und universitäre Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg, neben der TU Berlin auch die FU, die Universität der Künste, die Charité, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die Universität Potsdam. Wir verstehen uns als Zentrum für eine inter- sowie transdisziplinäre Forschung und Wissenstransfer mit den Schwerpunktthemen Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung. Berlin und Brandenburg, wie wir wissen, verfügen über eine exzellente sowie sehr vielfältige Forschung und Wissenschaftslandschaft, die eigentlich alle Disziplinen abdeckt. An diese Vielfalt knüpfen wir an und wollen Wissenschaftlerinnen bei neuen Vernetzungsprojekten unterstützen zur Schaffung weiterer Synergien sowie zur Überwindung des sogenannten Knowledge Action Gap. Also wie kommen wir vom Wissen ins Handeln? Zusammen mit weiteren Akteuren müssen wir sozusagen die Lösung finden und diese auch umsetzen. In der Klimaforschung wurden in den letzten Jahrzehnten viele wichtige Forschungsdaten, Klimamodelle und Statistiken hervorgebracht. Szenarien sagen uns, wo wir uns hinentwickeln, wenn die Erderwärmung mehr als 1,5 Grad beträgt. Diese Forschungsergebnisse wurden doch lange nicht ausreichend von Politik und Zivilgesellschaft wahr bzw. ernst genommen. Und erst in den letzten Jahren hat sich das unter anderem auch durch den Druck aus der Zivilgesellschaft, die Bewegung von Fridays for Future, geändert. Zudem merken wir in Deutschland immer mehr die Extremwetterereignisse, Hitze oder Dürre, also Auswirkungen des Klimawandels, die vor der eigenen Haustür stattfinden. Die Klimakrise ist eine weltweite Herausforderung, die sowohl Wissen und Lösung auf globaler, aber auch auf nationaler sowie regionaler Ebene benötigt, damit aktuelle wie auch zukünftige Aufgaben gemeistert und letztendlich die klimapolitischen Ziele erreicht werden. Wir beim Climate Change Center betrachten die Metropolregion Berlin-Brandenburg, das heißt urbane, aber auch ländliche Räume mit ihren gemeinsamen, aber auch sehr spezifischen Herausforderungen bei der Transformation. Allein das Problem des Wassermanagements oder Wassermangels, auf das gleich näher eingegangen wird, macht deutlich, welche gemeinsamen Voraussetzungen wir haben, aber auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen und wie wichtig daher starke Kooperationen sind. Darüber hinaus möchten wir dabei unterstützen, dass wissenschaftliche Expertise mit Praxiswissen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, aber auch Kunst, Kultur zusammengefügt wird, für eine Perspektivenvielfalt, die nicht nur die Wissenschaftskommunikation verbessert, sondern einen wirklichen Wissenstransfer herstellt. Dafür haben wir auch eigene erste Formate entwickelt, zum Beispiel die Veranstaltungsreihe Climate Lab. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten über das Climate Change Center Berlin-Brandenburg, besuchen Sie gerne unsere Webseite climate-change.center. Dort können Sie sich auch für den Newsletter anmelden, der alle 2 Monate erscheint. Und jetzt würde ich gerne an den Moderator Herrn von Buchnow übergeben und wünschen allen eine informative und sehr anregende Veranstaltung. Ja, hallo, allseits herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele von Ihnen hier jetzt gekommen sind, obwohl es alles nur online ist. Ich bin der Moderator des Ganzen, wie schon gesagt wurde. Vielen Dank für die Einladung an die Urania. Ich bin Journalist, der für Riff Reporter unter anderem, das ist ein Journalistenkollektiv, und andere Umweltthemen, zu Umweltthemen schreibt und geschrieben und veröffentlicht hat, unter anderem eben auch zu Wasser. Und wollte noch kurz außerdem sagen, dass diese Veranstaltung stattfindet im Rahmen des Projektes Stadt Natur Berlin, ökologisch denken. Und das ist ein Projekt, mit dem die Urania drängende Themen zur Umwelt, Klima und biologischer Vielfalt mit der Gesellschaft diskutieren möchte. Und das ist die Veranstaltungen im Rahmen des Projekts werden gefördert durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Als Moderator habe ich jetzt auch die Ehre, die beiden Referentinnen einzuführen, kurz vorzustellen. Zuerst die erste Präsentation wird kommen von Hagen Koch. Und Privatdozent Dr. Hagen Koch und arbeitet seit 2009 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung im Bereich Klimaresilienz, Klimafolgen und Anpassung. Herr Dr. Koch hat sich habilitiert 2020 an der TU Berlin
Und war auch oft im Ausland, unter anderem als Gastprofessor in Recife, Brasilien. Und außerdem hat er auch Forschungsaufenthalte in Afrika unter anderem. Dann kommt Professor Rina Engelhardt, sie ist Hydrogeologin und seit 2017 Professorin an der TU Berlin. Davor war sie zum Beginn des Wintersemesters 2015-16 die erste ordentlich berufene Professorin seit Gründung an der TU Bergakademie Freiberg vor 250 Jahren. Seit der Gründung die erste ordentlich berufene Professorin, also weiblich. Und zur Trockenheit weiß sie, wie auch Dr. Hagen, sehr viel. Denn ihre ersten Arbeiten waren in Saudi-Arabien. Das ist das trockenste Land der Erde. Unter anderem in der Wüste Rub al-Chali. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Davon werden wir vielleicht noch ein bisschen was hören. Dann arbeiten unter anderem in Syrien und Israel, wo sie auch heute noch Projekte betreut, aber beide eben auch Forschung hier. Und hier soll es jetzt eben vor allem um Trockenheit und Wasserknappheit und die Zukunft des Ganzen in unsere Region gehen, in Berlin und Brandenburg. Und damit, kann also Herr Dr. Koch schon mal anfangen. Herr Dr. Koch, ach so, ich wollte noch kurz sagen, bevor ich das jetzt, bevor Herr Dr. Koch anfängt. Fragen können gestellt werden im Chat, die sammle ich dann. Wir werden dann also wahrscheinlich dann, also nach 25 Minuten kommt die zweite Präsentation und dann am Ende kommt dann so eine Q&A und dann werde ich die Fragen dann also die gesamten Fragen dann stellen und eventuell werde ich selber auch Verständnisfragen stellen und wenn Verständnisfragen sind, bitte auch in den Chat schreiben, dann kann ich das eventuell auch sofort irgendwie auch erwähnen. Und wenn jemand auf jeden Fall dann auch mit der Kamera erscheinen will, dann bitte auch im Chat sagen, dann können wir das auch machen, dass jemand also dann auch persönlich erscheint. Ansonsten machen wir das so, dass ich die Fragen dann aus dem Chat dann wieder weitergebe an die Panelisten. So, ich hoffe, das macht jetzt einigermaßen Sinn und ich habe nichts verpasst. Und Hagen Koch. Einen Moment. So, ich hoffe, dass man meinen Bildschirm sieht. Ja, gut. Okay. Ja, dann vielen Dank für die freundliche Einführung meiner Person und vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen. Ja, der Titel Trockenheit und Dürre in unserer Region, können innovative Wassertechnologien helfen, wurde bereits genannt. Und ich habe hier noch für mich den Untertitel Integrierte Bewirtschaftung von Wasserressourcen in Brandenburg-Berlin unter Klimawandelbedingungen gewählt. Hier ein ganz kurzer, grober Überblick, sozusagen zwei Teile, und dann fangen wir auch schon mit der Einführung an. Sagen, wenn wir uns den Wasserkreislauf angucken, was ist das? Das ist die ständige Folge der Zustand- und Ortsänderung des Wassers mit den Hauptkomponenten Niederschlag, Abfluss, Verdunstung und atmosphärischer Wasserdampf. Wie immer haben wir in Deutschland dafür eine DIN-Norm. Und wenn wir fragen, was ist eigentlich Hydrologie und was ist Wasserbewirtschaftung, so gibt es natürlich auch hier genau festgelegte Definitionen. Und zwar können wir hier lesen, dass die Hydrologie ist die Wissenschaft vom Wasser, seine Eigenschaften, seine Erscheinungsformen auf und unter der Landoberfläche, befasst sich mit den Zusammenhängen, Wechselwirkungen, Erscheinungsformen, seinem Kreislauf, seiner Verteilung und Veränderungen durch menschliche anthropogene Einwirkungen. Wobei mit menschlicher Einwirkungen nicht zum Beispiel Landnutzungsänderungen gemeint sind, wenn zum Beispiel Wald abgeholzt und dort Landwirtschaft betrieben wird oder wenn man zum Beispiel Flächen versiegelt, dann ist das sozusagen ein Eingriff in den Wasserkreislauf. Es ist aber nicht Wasserbewirtschaftung. Die Wasserbewirtschaftung selber ist dann die Planung bzw. Anpassung, Steuerung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Systeme und wasserbaulicher Anlagen mit dem Ziel, die Wasserressourcen und das Ökosystem Wasser zu schützen, sowie einen Ausgleich der Interessen verschiedener Nutzungen herbeizuführen. Schöne Definition, aber was ist das wirklich?
oder wie kann man sich das vorstellen? Wurde ja gesagt, ich habe auch außerhalb Europas einige Projekte gehabt oder habe ich immer noch. Deshalb hier einfach mal ein Beispiel, und zwar ist das am Volta-Fluss. Das ist sozusagen ein großes Einzugsgebiet in Westafrika, großteils in Ghana. Und dort gibt es einen Lake Volta. Und das ist der größte menschengemachte See vom Volumen her. Und was man hier sieht, ist von 1936 bis etwa 1980 der beobachtete Abfluss. Und zwar haben wir hier bis 1964 ein System aus Klima- bzw. Wetter- und hydrologischen Prozessen. Ja, das ist sozusagen das natürliche System. Dann wurde dieser riesengroße See geflutet. Ja, und wir sehen dann hier, sieht es noch mal ein bisschen komisch aus, das liegt daran, der See wurde geflutet, um Wasserkraft zu erzeugen, aber die Wasserkraftanlage bzw. die Stromleitung war nicht fertig, das hat noch ein paar Jahre gedauert. Und dann etwa ab 1972, 1973 ging dann diese Talsperre zur Wasserkrafterzeugung in Betrieb. Und wir sehen hier eine ganz starke Vergleichmäßigung des Abflusses an diesem Pegel. Ja, und das ist sozusagen der Unterschied zwischen dem natürlichen System und der Wasserbewirtschaftung. Ganz wichtig natürlich bei der Wasserbewirtschaftung ist auch der Wasserbedarf. Zum Beispiel in Deutschland wäre das der Wasserbedarf thermischer Kraftwerke, der sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Hier sieht man zum Beispiel, dass zwischen 1996 und 2003 aufgrund der Erneuerung vieler thermischer Kraftwerke, dieses Beispiel hier gilt für Berlin, der Wasserbedarf erheblich gesunken ist. Der ist mittlerweile noch etwas geringer. Aber sozusagen in dieser Periode ist er extrem gesunken. Wir sehen auch im unteren Beispiel hier den Pro-Kopf-Wasserbedarf in Haushalten. Und auch dort sehen wir, dass wir in den 90er Jahren eine starke Abnahme, insbesondere auch in Ostdeutschland, hatten. Schauen wir uns mal das aktuelle Wetter an. Es wird immer viel darüber geklagt, dass ja dieses Jahr so kalt und überhaupt kein Sommer und so weiter war. Zumindest im Großraum Berlin-Potsdam kann man das gar nicht so sagen. Hier an der oberen Grafik sieht man die Summe der Jahrestemperatur und diese dicke schwarze Linie, das wäre sozusagen die mittlere Entwicklung für die Klimanormalperiode 1961 bis 1990 und die graue gestrichelte Linie für die Perioden 1991 bis 2020. Und man sieht, dass das Jahr 2021 eigentlich, was die Temperatur angeht, ganz normal war, nur nicht so heiß wie zum Beispiel 2018. Beim Niederschlag sehen wir, dass wir aktuell etwas über dem Mittel sind, also von der Temperatur ein normales Jahr und beim Niederschlag etwas feuchter. Das sind natürlich jetzt nur Punktaussagen. Sehr interessant ist auch immer, sich einmal den UFZ-Dürremonitor anzugucken. Und da haben wir hier auf der rechten Seite das pflanzenverfügbare Wasser, aktueller Zustand. Ja gut, wir sind im Winter, da ist die Verdunstung gering, die Pflanzen brauchen nicht viel Wasser. Von daher sieht das alles schön blau aus. Wenn wir ein bisschen in den Boden reingehen, 25 cm Tiefe, sehen wir, wir sind in einer ja, ganz entspannten Situation. Wenn wir aber in den tieferen Boden auf ca. 1,8 Meter gehen, sehen wir, dass wir in Großteilen Ostdeutschlands, insbesondere eben in Brandenburg, hier immer noch eine sehr starke Dürresituation haben. Das heißt, das sind immer noch die Folgen der Jahre 2018 und 2019 mit diesen geringen Niederschlägen und extremen Temperaturen. Wenn wir uns das Klimasystem angucken, ist auch wichtig zu verstehen, hier einmal dargestellt die spezifische Feuchteanomalie, sozusagen die Abweichung vom Mittelwert. Und dort sehen wir, dass prinzipiell, wenn sozusagen der spezifische Wassergehalt je Kilogramm oder Kubikmeter Luft hat zugenommen, die relative Luftfeuchtigkeit hat jedoch abgenommen. Das liegt eben daran, dass warme Luft sehr viel mehr Wasser speichern kann. Ja, und zum Teil wurde dieses größere Potenzial ausgenutzt. Ja, wir sehen eben, dass pro Kubikmeter oder pro Kilogramm mehr Gramm Wasser vorhanden sind. Aber wir sehen auch, dass die relative Luftfeuchtigkeit abgenommen hat. Das heißt zum Beispiel, ich muss eine gewisse relative Luftfeuchtigkeit in der Luft haben, damit es regnet. Wenn die
relative Luftfeuchtigkeit abnimmt, kommt das seltener vor. Damit haben wir stärkere Trockenzeiten. Gleichzeitig, wenn sozusagen einmal genug Wasser drin ist, prozentual, haben wir mehr Gramm da und es regnet stärker. Also sozusagen damit begründen sich diese Sachen, die wir auch beobachten, dass sozusagen die nicht nieder- oder die niederschlagsfreien Perioden stärker werden. Und wenn es regnet, dann regnet es eben stärker. Wenn wir uns jetzt mit dem Klimawandel beschäftigen, ist immer ganz wichtig, wir brauchen einerseits die sogenannten Emissionsszenarien. Wie geht das mit den Treibhausgasemissionen in der Zukunft weiter? Derartige Daten werden dann in sogenannte globale Klima- oder globale Zirkulationsmodelle gesteckt. Die berechnen das dann für die gesamte Erde. Die sind aber von der Auflösung so grob, dass sie für regionale Impact-Studien, zum Beispiel für die Bereiche Wasser, Landwirtschaft oder Hydrologie, Wasserbewirtschaftung, nicht genutzt werden können. Deshalb nestet man zum Beispiel sogenannte regionale Klimamodelle in diese globalen Klimamodelle, um zum Beispiel mit einem feineren Netz dann nochmal Europa zu rechnen. Und mit diesen fein ausgelösten Daten kann man dann eben diese regionalen Impact-Studien durchführen. Das sind die sogenannten dynamischen Klimamodelle. Die sind sehr aufwendig, haben hohe Rechenzeiten. Deshalb gibt es auch unter anderem hier in Deutschland entwickelt statistische regionale Klimamodelle. Dort passiert Folgendes. Aus einem Lauf von einem globalen Klimamodell wird zum Beispiel der Temperaturtrend genommen und Beobachtungsdaten aus der Vergangenheit werden so zusammengesetzt, dass wir die Temperaturentwicklung, die das Globalmodell vorgibt, abbilden. Zum Beispiel würde man jetzt einfach aus den letzten 20 Jahren die Jahre 2006, 2010, 2018 gruppieren, um sozusagen eine wärmere Zukunft zu erzeugen, um das jetzt ein bisschen vereinfacht darzustellen. Aber durch diese einfachen Ansätze ist es zum Beispiel möglich, relativ schnell eine hohe Anzahl von möglichen Realisierungen der Zukunft zu erzeugen. Vielleicht nochmal eine Frage zu diesen Realisierungen. Also es sind praktisch mehrere Läufe mit genau den gleichen Vorgaben, die dann aber trotzdem andere Ergebnisse bringen. Die Frage ist, warum? Ist das eine Zufallsgeschichte oder was spielt da rein? Ja, da wird auch mit stochastisch gearbeitet sozusagen. Diese Wetterdaten aus der Vergangenheit werden stochastisch gezogen, neu zusammengesetzt, um eben auch die Unsicherheit in der Entwicklung, also die Folgen grob dieser Erwärmung, ja, den Trend, den man vorgibt. Aber in jeder Realisierung ist die Aufeinanderfolge der Tage eine andere. Ja, sozusagen, okay. Um diese Klimavariabilität mit zu berücksichtigen, mit einzubeziehen. Alles klar, danke. So, wenn wir jetzt sozusagen derartige Szenario-Rechnungen machen wollen, inklusive der Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen, benötigen wir unter anderem Szenarien zur Entwicklung des Wasserbedarfs und der Wasserverfügbarkeit. Damit haben wir natürlich ein hochkomplexes, räumlich-zeitlich differenziertes System und wir müssen Simulationsmodelle nutzen, denn mit einem einfachen Excel, mit einer einfachen Excel-Datei ist das nicht mehr handhabbar, solche komplexen Zusammenhänge abzubilden. Damit komme ich jetzt zur Wasserbewirtschaftung an der Spree und Schwarzen Elster. Ganz wichtig ist hier einerseits zu sehen, hier auf der linken Seite einmal abgebildet für die Jahre 1961 bis 90 vom DWD, die sogenannte klimatische Wasserbilanz. Das ist der Niederschlag minus die potenzielle Verdunstung. Wir sehen, dass unsere Region Brandenburg-Berlin eine negative Jahresbilanz hat und somit ein Zerrgebiet ist. Dann ist natürlich noch die Frage Klimawandel. Wir haben eine Temperaturzunahme, das heißt eben nochmal eine Zunahme der potenziellen Verdunstung. Und wenn es nicht deutlich mehr regnet, bedeutet das auch, dass sich die klimatische Wasserbilanz noch zukünftig verschlechtern wird. Ganz wichtig dabei ist auch, dass die Region Brandenburg-Berlin häufig als gewässerreich, aber wasserarm beschrieben wird. Das bedeutet, wir haben sehr viele Seen, wir haben sehr viele Flüsse, wir haben große Feuchtgebiete wie den Spreewald. Und in diesen Gebieten, solange wie dort eine Wasseroberfläche ist, wird das Wasser verdunsten. Ja, und das ist hier ein großes Problem, zumal zukünftig durch die Tagebauflutung in der Lausitz noch weitere große Seenflächen, von denen wiederum verdunstet, dazukommen. Dazu komme ich dann später nochmal. Wenn wir uns jetzt Spree und Schwarze Elster angucken,
Ich hatte bereits gesagt, generell, insbesondere in Ostdeutschland, ein sinkender Wasserbedarf durch die Nutzung neuer wassersparender Technologien. Auch unter anderem sinkende Bevölkerung. Im Großraum Berlin jedoch haben wir seit einigen Jahren wieder eine deutlich steigende Bevölkerung und Neuansiedlungen, ich sage auch Technologiefirmen. Und dadurch haben wir eigentlich in den letzten Jahren hier schon wieder einen steigenden Wasserbedarf. Das, was wir sozusagen über 25 Jahre hier beobachtet haben, diese ständig sinkenden Wasserbedarfe, die haben sich teilweise wieder umgekehrt. Das ist aber regional verschieden, wie gesagt, insbesondere betrifft dies den Großraum Berlin. Ich hatte schon Stichwort Lausitzer Braunkohlerevier gegeben. Hier eine Abbildung der LMBV und zur Orientierung habe ich hier einmal Cottbus markiert, Richtung Süden wäre dann Dresden, in Richtung Südwesten Leipzig und Richtung Nordosten Berlin. Und wir sehen hier zum Beispiel in Blau, das sind die bereits gefluteten Bergbaufolgeseen der LMBV. Und man sieht eben, was hier neben den Fließgewässern, hier den Spreewald, für große Wasserflächen dazugekommen sind in den letzten 20 Jahren. Und die haben eben nochmal die Verdunstung, Verluste in der Region sehr verstärkt. Ganz wichtig ist, dass in den über 100 Jahre Braunkohleförderung und Verstromung Sumpfungswasser gehoben wurde. Das bedeutet, die Braunkohle wird und wurde in Tagebauen, also offenen Gruben, gefördert. Diese sind 60, 80 Meter tief und das Grundwasser muss unterhalb der Sohle dieser Löcher sozusagen abgesenkt werden. Das heißt, sie müssen sehr große Wassermengen heben, um im trockenen Tagebau die Kohle zu fördern. Dieses Wasser wurde dann unter anderem in die Schwarze Elster und die Spree eingeleitet. Und wir sehen hier, dass das in den 1980er Jahren im Spreegebiet ungefähr 30 Kubikmeter waren. Jetzt, also hier sind es etwa am Ende so 2005 noch 14 und aktuell sind wir etwa so bei 8 Kubikmetern, die sozusagen als Zusatzwasser in die Spree eingeleitet werden. Wenn wir jetzt sozusagen über die Wasserbewirtschaftung an der Spree und der Schwarzen Elster sprechen, sozusagen diese Problematik des irgendwann auslaufenden Braunkohlebergbaus und der Kohleverstromung war lange bekannt. Deshalb haben die Wasser oder die wurde für die wasserwirtschaftlichen Planung eine länderübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet mit den Ländern, die betroffen waren, mit den Sanierungsträgern und auch den Bergbautreibenden. Am Anfang waren das WEAG Laubag, dann Vattenfall. Mittlerweile ist es ja noch ein anderes Unternehmen. Und sozusagen für diese länderübergreifende Arbeitsgruppe wurde ein sogenanntes Langfristbewirtschaftungsmodell, so heißt das dann in der Wasserbewirtschaftung, sprich Schwarze Elster, im Jahr 2000 entwickelt, und zwar für die Entwicklung und Festlegung der Wasserbewirtschaftungsgrundsätze. Dieses Modell rechnete für den Zeitraum 1998 bis 1932. Dort war unter anderem der Entwicklung des Wasserbedarfs, des Bergbaus und so weiter einbezogen, aber ein konstantes Klima, was etwa der Klimanormalperiode 1961 bis 1990 entspricht. Und auch hier wurden damals schon 100 Realisierungen oder Ausprägungen dieses Klimas für diese Periode erzeugt, um eben die Unsicherheit der Klimavariabilität einzubeziehen, aber trotzdem ein konstantes Klima, also keine Klimaerwärmung, wurde hier einbezogen. Dieses Modell wurde unter anderem für Arbeiten in dem Projekt Glover Elbe und Folgeprojekte zur Verfügung gestellt. Dabei wurde zuerst, ich hatte gesagt, das lief damals von 1998 bis 2032, um die Klimafolgen besser abschätzen zu können, wurde das Modell bis 2052 fortgeschrieben. Unter anderem die Entwicklung des Wasserbedarfs, der Bergbaugeschichte sozusagen, der Braunkohleförderung für die Region, sprich Schwarze Elster. Und dort wurden dann eben mit unterschiedlichen Institutionen, die Daten und Informationen hatten, Gespräche geführt und zusammen mit denen sozusagen Szenarien für die Zeit bis 2050 entwickelt. Jetzt will ich das nochmal darstellen. Wir haben hier unten die Lufttemperatur und hier den Niederschlag. Und sozusagen hier der Nullpunkt, also keine Abweichung, das wäre das Mittel für die Periode 1961 bis 1990. Und wir haben jetzt hier für die Referenz, das haben wir so genannt, weil wir keinen Klimawandel annehmen, sozusagen hier einmal die Daten für 20 Jahre. Wir haben 100 Realisierungen, also haben wir 2000 Punkte.
Und jede dieser schwarzen Punkte zeigt sozusagen für ein Jahr in einer Realisierung die Abweichung vom Mittelwert. Und wir sehen eben, wir haben dann hier feuchte Jahre, wir haben trockene Jahre, wir haben kalte Jahre, wir haben warme Jahre, aber sie streuen eben um diesen Nullpunkt. Und wenn wir dann Klimawandelszenarien erzeugen, sehen wir unter anderem, dass wir hier nach rechts abdriften, weil es sozusagen hier in der ersten Periode 2003 bis 2012 schon etwas wärmer wurde in diesem Szenario und in der Periode 2013 bis 2022 eben nochmal wärmer. Das soll sozusagen einfach mal die Spannbreite der möglichen Klimaentwicklungen, die hier berücksichtigt wurden, abbilden. Neben dem Klimawandel, wie gesagt, wollten wir bis zur Mitte des Jahrhunderts gucken. Ich hatte gesagt, das Ländermodell lief etwa hier bis 2032. Das ist hier immer für 5 Jahresperioden dargestellt. Das heißt, diese Periode ist die Periode 2003 bis 2007. Das ist die letzte Periode 2048 bis 52. Und hier sieht man eben die Entwicklung der Sumpfungswasser- oder Tagebaueinleitung. Natürlich gibt es dann in diesen Absenkungsgebieten Infiltrationsverluste. Das muss man dann rausrechnen. Und die Differenz aus den beiden, sozusagen diese blaue Fläche. Sorry, was heißt Infiltrationsverluste? Also ich hatte ja gesagt, also das Grundwasser muss großflächig um die Tagebaue abgesenkt werden. Ja, und durch diese Absenkungsgebiete, in denen der Grundwasserstand nicht normal ist, fließen auch Flüsse. Und durch die Entkopplung von Grundwasser und Oberflächenwasser, durch die Absenkung des Grundwassers, versickert aus den Flüssen Wasser in den Boden. Ja, und das sind halt große Flächen, die hier betroffen waren. Und dadurch versickern aus den Flüssen große Mengen von dem eingeleiteten Wasser wieder. Und eigentlich pumpt man es in dem Sinn im Kreislauf. Ja, die pumpen es raus, um den Tagebau trocken zu halten. Ja. Es geht in den Fluss und geht wieder ins Grundwasser und sie pumpen es wieder. Ja, sozusagen, das ist jetzt wirklich das, was gefördert wurde, das, was versickert und das, was hier die blaue Fläche ist, das wäre sozusagen das Zusatzwasser, was noch übrig bleibt. Okay. Ja. Und es wird halt immer weniger und verschwindet irgendwann völlig. Immer weniger, genau. So ist es. Jetzt komme ich kurz zu einigen. Ich habe nochmal eine andere Frage. Kann man das nochmal in die Mengen, die da verschwinden, weil wir ja später auf eine andere Frage zurückkommen, zum Beispiel den Wasserverbrauch und der wird normalerweise angegeben in Kubikmetern pro Jahr, zumindest hört man das oft. Ja. Können Sie noch mal sagen, bei dem Bergbau, wie da die Zahlen sind, wenn man die in Kubikmeter pro Jahr angibt, was da weniger wird, um die Größenordnung vergleichen zu können? Vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort, aber vielleicht kann man das irgendwie, damit wir das vergleichen können. Also ich glaube, 3 Kubikmeter pro Sekunde sind ungefähr 100 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das heißt, ja, wenn wir hier sehen, also aktuell sind wir hier, also etwa 7 bis 8, also das würde sozusagen eine Förderung von 250 Millionen Kubikmetern Wasser im Jahr entsprechen, wovon dann etwas mehr als 2 sozusagen noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Das wären dann also etwa 80 Millionen Kubikmeter im Jahr, die jetzt noch aus dem Bergbau zusätzlich zur Verfügung stehen. Hier sind wir, das sind die Infiltrationsverluste. Wir wären hier also bei 5, also wären es etwa 170 oder sowas in der Größenordnung. Millimeter pro Jahr. Das können wir mal im Kopf behalten für später. Alles klar, danke. So, dann hatte ich schon angefangen. Der pegelgroße Tränke Spree, das ist der Hauptzuflusspegel der Spree nach Berlin mit einem Mindestabfluss von 8 Kubikmetern pro Sekunde. Das heißt, das ist eigentlich der Abfluss, der sichergestellt werden muss, um die Wasserversorgung von Berlin sicherzustellen. Hier jetzt wieder diese Perioden 2003, 7 bis 2048, 52. Und wir müssen natürlich Annahmen dann für das Modell treffen. Die sind hier mal kurz dargestellt. Hier haben wir dann zweimal Basis. Das soll bedeuten, dass das sozioökonomische Szenario, zum Beispiel der Fortgang der Braunkohleförderung und Verstromung, die gleiche ist, also die gleichen Annahmen zugrunde gelegt sind. Dieses Szenario aber mit stabilem Klima, also ohne Klimawandel und das mit Klimawandel gerechnet wurde. Und hier die blaue Linie ist der Bedarf. Und wir sehen, wenn wir sozusagen ohne Klimawandel rechnen, haben wir überhaupt kein Problem. Wenn wir aber den Klimawandel annehmen, sehen wir, dass wir diese 8 Kubikmeter nicht mehr bereitstellen können. Weiterhin sehen wir hier
nochmal einen Peak. Also wir haben ja eine starke Abnahme der Sicherheit, dann geht es wieder hoch. Das liegt daran, dass hier angenommen wurde, dass der ab 2020 geflutete Tagebausee Cottbus Nord nach Flutungsende, also wenn der voll ist, als wasserwirtschaftlicher Speicher genutzt wird und eben auch Zusatzwasser in Trockensituationen abgibt. Dieser Speicher wird jetzt nicht als wasserwirtschaftlicher Speicher genutzt, sondern sozusagen mehr als Tourismussee genutzt. Das heißt, man muss eigentlich das, was hier simuliert wurde, deutlich nach unten ziehen. Ja, also diesen Peak nach oben, diese Verbesserung des Zustandes, den wird es nicht mehr geben. Und wir haben damals schon gesagt, Ergebnis dieser Studie, das gegenwärtige System der Wasserbewirtschaftung kann die Folgen des angenommenen Klimawandels nicht ausgleichen. Ich könnte jetzt noch viele Folgeszenarien und andere Rechnungen zeigen. Im Prinzip bleiben wir immer bei diesem Ergebnis, egal was wir da groß ändern. Wir sind einfach an der Grenze für das System angekommen. Warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel die Wasserwerke in Berlin, hier zum Beispiel das Wasserwerk Friedrichshagen, wir haben halt Trinkwassergewinnung einerseits über Grundwasseranreicherung, über Sickerbecken. Da wird zum Beispiel aus Flüssen Wasser entnommen, hier in so ein Sickerbecken gefüllt und dann versickert das und man hat eben einen Brunnen, wo das Wasser dann schon nach einer grob Reinigung durch den Sand gefördert und zum Wasserwerk kommt. Oder wir haben in der Nähe von Flüssen diese Brunnengalerien, also diese Wasserbrunnen, und dort wird sozusagen das Wasser gepumpt und wir ziehen sozusagen immer aus dem Fluss Wasser hier ran. Und wenn jetzt natürlich der Wasserstand stark sinkt, bekomme ich irgendwann hier ein Problem mit dem nachfließenden Grundwasser. Und dann habe ich ein Wasserversorgungsproblem. Wie gesagt, wir gesagt haben, ja, das System ist an der Grenze, haben wir schon damals vor 15 Jahren Varianten gerechnet mit Überleitungen aus der Elbe sozusagen in die obere Spree, aus der Oder in die Malkse oder über den Oder-Spree-Kanal nach Berlin. Und hier auch nochmal ganz wichtig, Stand 2006, was wir damals berechnet haben, der Bau der Elbe-Überleitung, ca. 200 Millionen, diese Oder-Wasser-Malkse 60 Millionen und über den Oder-Spree-Kanal nur 3 Millionen. Denn hier könnte ja ein vorhandener Kanal schon genutzt werden. Jetzt sage ich mal, die Berechnungen sind 15 Jahre alt. Bei der Entwicklung der Baukosten können wir das jetzt wahrscheinlich alles mal 2 oder 3 nehmen. Und auch nochmal dargestellt sind dann hier die Betriebskosten. Das sind dann hauptsächlich die Kosten für die Elektrizität, für die Pumpwerke und so weiter. Sagt, das haben wir schon vor 15 Jahren gerechnet und kam dann aber auch zur Erkenntnis, die Oderwasserüberleitung oder die Überleitung über den Oder-Spree-Kanal ist die kostengünstigste Variante für Berlin, aber nur Berlin profitiert davon. Eine Überleitung von der Elbe hätte den Vorteil, dass man das Wasser zum Beispiel hier in den Speichern, in der oberen Spree speichern könnte und dann auch zum Beispiel im Sommer zur Stützung des Spreewaldes abgeben könnte. Dann nochmal ein kurzer Vergleich. Ich habe jetzt viel von Rechnungen immer und Simulationsmodellen gesprochen. Wie sieht das eigentlich in der Realität aus? Und diese schwarze Linie hier, das ist jetzt eine Auswertung für die Dekade 2013 bis 2022 für das Modell der Länder sozusagen, in dem kein Klimawandel angenommen wurde. Und wir sehen, dass die Sicherheit für die 8 Kubikmeter Mindestabfluss am Pegel Große Tränke im Sommer hier bei etwa 90% liegt. Wir haben hier ein Klimaszenario, was sehr feucht ist. Und da haben wir ähnliche Ergebnisse. Und dieses schon fast 20 Jahre alte Szenario, was wir damals gerechnet haben, ist ja diese graue Linie. Ja, und wir sehen hier, das sind 20 Jahre, also 2001 bis 2021, die hellrote Linie und die dunkelrote Linie, die letzte Dekade. Wir sehen, dass diese Berechnungen, die jetzt 20 Jahre alt sind, sehr nah an dem sind, was wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren wirklich auch beobachtet haben. Woran liegt das? Ich hatte ja sozusagen das schon mal gezeigt, dieses Referenzklima.
und die angenommenen Klimaszenarien. Und wenn wir zum Beispiel mal die Jahre 2017, 18 und 19 hier reinpacken und die Abweichung zur Referenzperiode 61 bis 90 ansehen, sehen wir, da gibt es zwar feuchte und sehr trockene Jahre, aber die sind insbesondere alle auch sehr warm. Und das bedeutet eben auch eine sehr hohe potenzielle Verdunstung. Da wir viele Wasserflächen haben, geht uns dieses Wasser dann eben auch verloren. Ganz wichtig dann auch nochmal, wie gut geben sozusagen diese dynamischen Klimamodelle das aktuelle Klima wieder. Hier einmal dargestellt für Gesamtdeutschland die Jahressumme im Niederschlag. Und wir sehen, wir haben hier mehrere 100 Klimaläufe und eigentlich, also für die Jetztperiode 2011 bis 2040, und wir sehen eigentlich, dass kaum eines von diesen Modellen oder von diesen Läufen so trocken ist, wie wir das beobachtet haben. Das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder war das Jahr 2018 eine Jahrtausenddürre oder aber die Klimamodelle sind zu feucht und eine neue Veröffentlichung, die gerade diese Woche herausgekommen ist von Pitt-Kollegen, die sagt nämlich genau das, dass man mittlerweile eigentlich sagen muss, dass diese Klimamodelle die Persistenz von Wetterlagen, insbesondere von Dürreperioden, nicht ausreichend abbilden. Und sozusagen wir wahrscheinlich dann doch eher damit rechnen müssen, dass wir zukünftig stärkere Dürren haben. Das ist zu beachten, wenn wir jetzt eben im Hinblick auf den nächsten Vortrag uns zum Beispiel einmal die sogenannte Grundwasserneubildung angucken. Hier auch unterschiedliche Eingangsdaten, also die linke und die mittlere, das sind auch dynamische Klimamodelle, die hier als Eingangsdaten in ein hydrogeologisches Modell genutzt wurden. Und wir sehen, ja, da haben wir hier eine Zunahme in der Zukunft. Wenn wir aber dieses STARS-Modell nehmen, sehen wir, dass es in der Zukunft häufig trockener wird oder deutlich trockener wird. Und aufgrund der Beobachtung aus den letzten 10, 20 Jahren ist es auf alle Fälle nicht von der Hand zu weisen und derartige Trockenszenarien müssen unbedingt berücksichtigt werden. Ja, und von daher jetzt auch eine kurze Zusammenfassung, also die Auswirkungen des Klimawandels sind nachweisbar, sollten zwingend in die Planung des wasserwirtschaftlichen oder anderer Systeme einbezogen werden. Szenarien zur Auswirkung des Klimawandels sind mit Unsicherheit verbunden, dies darf aber nicht zur Inaktivität führen. Insbesondere in Regionen mit Flachlandflüssen, wie hier in Berlin-Brandenburg, ist wegen steigender Temperaturen mit weiterer Verstärkung, häufigerem Auftreten von Niedrigwasser zu rechnen. Allerdings können eben auch Hochwasser deutlich zunehmen. So, damit danke ich Ihnen und auch den Kollegen aus den Projekten Nova Elbe und Inka BB und insbesondere an der BTU Cottbus, an der ich promoviert habe, und am PIC Potsdam. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wirklich viel gelernt. Jetzt habe ich schon einmal eine Frage von den Zuhörern, von einem der Zuhörer, und zwar von Johannes Eckert fragt, was bedeutet ein möglicher vorgezogener Kohleausstieg für 2030, wie ihn die aktuelle Regierungskoalition plant für die Wasserversorgung in Berlin-Brandenburg? Wenn ich mich richtig erinnere, war in einem der Slides war das ja, glaube ich, noch ein bisschen später drin, oder? Ja, sicherlich. Also man kann in dem Sinne einfach gesagt das hier nach vorne verschieben. Das heißt, hier sind wir mit einem Ausstieg etwa 2040 ausgegangen. Man sieht ja hier sozusagen, das ist etwa der Zeitpunkt, die Fünfjahresperiode 2038 bis 2042, wo wir aus der Braunkohle aussteigen. Das wäre sozusagen das, was jetzt wiederum ja, in den letzten Monaten besprochen wurde. Wenn man das jetzt vorzieht, würde natürlich sich das Ganze nach links verschieben und sozusagen die Zusatzmengen würden schneller zurückgehen und das Defizit würde zeitiger auftreten. Das heißt, wir hätten in dem Sinne natürlich wasserwirtschaftlich eine Vorverlegung des Wasserverfügbarkeitsproblems. Okay, also alles passiert früher. Gut, wir hatten jetzt keine weiteren Fragen. Ich hatte ja schon ein paar Verständnisfragen selber gestellt, also gehen wir gleich weiter zum nächsten. Zur Professor Engelhardt, die jetzt da anfangen wird, wo
der erste Vortrag aufgehört, und zwar beim Grundwasser. Und auch zu Maßnahmen eingehen wird, auf Maßnahmen eingehen wird, was wir machen können. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, vortragen zu können und möchte an den Vortrag von Hagen Koch anschließen. Das heißt, ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir letztendlich für Herausforderungen aktuell in der Region haben. Das heißt, wir haben ja schon gesehen, wir haben ein naturräumlich bedingt geringes Wasserdargebot. Wir sehen auch, Klimaveränderungen werden einen großen Einfluss auf unseren Wasserhaushalt haben. Und es kommt bereits jetzt schon zu Nutzungskonflikten in der Region, am Beispiel Straußsee, wer vielleicht das kennt, und auch Tesla. Und zusätzlich haben wir ganz besondere Herausforderungen in dieser Region durch den bevorstehenden Kohleausstieg. Das heißt, es kann eben sein, dass es zu einem Abfluss, zur Abnahme des Spreeabflusses kommt und gleichzeitig durch eine eben sehr begehrte Region, was das Wohnen angeht, zu einer Zunahme des Wasserbedarfs durch Bevölkerungszunahme, Landwirtschaft und Industrie. Wenn wir uns die naturräumlichen Gegebenheiten anschauen, dann können wir letztendlich sehen, dass unsere Region das Ergebnis, wenn es die oberflächennahen Schichten angeht, der letzten Eiszeit sind. Das heißt, wir haben so eine Wechselfolge aus letztendlich Hochflächen, die eben am Rand und unter dem Gletscher entstanden ist. Und wir haben die sogenannten Niederungen oder Urstromtäler, was auch in Berlin so stark ausgeprägt ist, wo wir eben relativ sandrige, gut durchlässige Schichten haben. Das Ganze hat letztendlich dazu geführt, dass wir im oberflächennahen Bereich eine Dreigliederung haben. Also wir haben hier mit 1 dargestellt unseren oberen Grundwasserleiter. Wir haben mit 2 dargestellt den Hauptgrundwasserleiter, das ist der letztendlich, der wasserwirtschaftlich genutzt wird, und mit 3 dargestellt den tiefen Grundwasserleiter. Wir sind da dann schon in tiefen Lagen über mehreren hundert Metern häufig. Im unteren Bereich haben wir dann häufig Salzwasser ausgeprägt, was nochmal relevant ist, wenn es um die Nutzung oder Optionen zur Nutzung des dritten Grundwasserleiters geht. Das heißt, wir können eben einfach durch naturräumliche Eigenschaften unser Gebiet gliedern oder der Brandenburg gliedern in den Bereich des Urstromtals, wo wir häufig eben oberflächennahes Grundwasser haben mit freiem Grundwasserspiegel, das heißt, der eben sofort aufs Klima reagiert. Wir haben dann die Bereiche, wo wir die Sander haben, wo häufig geringes Wasserrückhaltevermögen ausgeprägt ist, häufig bewachsen mit Kiefernwald. Und wir haben den Bereich der Grundmoränen und Endmoränen, wo wir eben häufig topografisch sehr variable Gebiete haben, genutzt mit Mischwald und teilweise auch landwirtschaftlich genutzt. Wenn wir jetzt uns mal so versuchen wollen, den Zustand unseres naturräumlichen oder unserer Wasserkomponente anzugucken, dann haben wir verschiedene Indikatoren, die wir nutzen können. Das eine sind die Oberflächengewässer, das ist ja eben schon erwähnt worden, also zum Beispiel die Spree. Und wir sagen ja immer, Brandenburg, Berlin-Brandenburg ist ein eben gewässerreiches Land. Gleichzeitig ist es aber eben wasserarm. Und das sehen wir ganz gut an den Oberflächengewässern, denn ein Großteil des Wassers verdunstet letztendlich sofort wieder in die Atmosphäre. Und das hat sich hier, das sind aktuelle Daten vom März 2021, zeigt sich eben sehr schön an der Spree, wo wir letztendlich in den ganzen Sommermonaten die letzten Jahre noch nicht mal das mittlere Niedrigwasser erreicht haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Karte, wo der Abflussrückgang der relevanten Flüsse in Brandenburg berechnet wurde. Und wir können sehen, dass speziell die Spree extrem betroffen ist davon. Wir haben hier Abflussrückgänge von bis zu 60%. Natürlich auch die Schwarze Elster einfach als Effekt des Braunkohleausstiegs. Wir haben aber auch die Havel, die eben bis zu 40-50% Abflussrückgänge verzeichnet hat in der Periode 1976 bis 2005. Ich habe Ihnen hier nochmal dargestellt, das sieht jetzt relativ wild aus, die Abbildung. Wir müssen ja auch nicht im Detail
nachvollziehen über die Wasserwege in Berlin. Also hier sind die Hauptwege, die Spree, die Havel, die Seitenflüsse dargestellt. Und Sie sehen auf der linken Seite die Sommerabflüsse in Berlin im Jahr 2003 als Mittelwasser. Und Sie sehen die Prognose der zu erwartenden Sommerabflüsse für das Jahr 2046 bis 2055. Und das sind Prognoserechnungen der Berliner Wasserbetriebe. Und bei einer Annahme der Bevölkerungszunahme von Berlin bis zum Jahr 2055 auf 4,2 Millionen Einwohner und einer damit einhergehenden Zunahme der Wasserförderung von 220 Millionen auf 235 Millionen Kubikmeter und unter Berücksichtigung des Klimawandels zeigt es sich, dass der Spreezufluss, also das, wo auch schon Herr Koch drüber gesprochen hat, im Bereich des Müggelsees von im Mittel auf 6 Kubikmeter pro Sekunde auf etwa 4 Kubikmeter pro Sekunde zurückgehen wird. Wir sehen einen Rückgang der Seitenzuflüsse, das heißt Wuhle, Panke, Dahme, von bis zu 50%. Und das betrifft dann selbstverständlich Potsdam. Wir sehen eine Abnahme, das ist hier oben, des Havel-Abflusses aus Berlin, Pegel-Spandau, von 12 Kubik auf 5 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt also auch, die Situation in Berlin ist durchaus angespannt, wenn man perspektivisch die Wasserflüsse sich betrachtet. Ein weiterer Indikator ist ja auch immer wieder in der Presse, sind natürlich unsere Seen. Das heißt, es gibt einige Seen, die letztendlich einen starken Rückgang des Pegels aufweisen, also zum Beispiel hier der Patchsee, aber auch der Straußsee ist bekannt. Das heißt, auch die zeigen uns, wie kritisch die Situation ist. Wir haben hier, das sind jetzt neue Arbeiten, die wir gerade gemacht haben, mal versucht, die Dynamik zwischen Niederschlag hier als Balken dargestellt und dem Grundwasserspiegel, das ist nördlich des Straußsees, darzustellen. Und wir sehen, dass eben der Grundwasserspiegel, das ist hier die dunkle Linie, in 20 Jahren etwa um 1,5 Meter gefallen ist. Wir sehen auch, dass offensichtlich der Grundwasserleiter stark zeitlich verzögert auf den Niederschlag reagiert. Also etwa mit 8 Monaten bis etwa einem ganzen Jahr. Das zeigt, dass unsere Infiltrationsgeschwindigkeiten und die Sickerwasserraten voraussichtlich sehr klein sind. Auf der rechten Seite können Sie eine Analyse von 360 Pegeln des Grundwassers in den Hochflächen Brandenburg sehen, die besonders offensichtlich, was das Grundwasser angeht, vom Klimawandel betroffen sind. Und wir sehen hier auch, dass es quasi also eine Regressionsanalyse über 360 Grundwasserpegel, dass auch hier im Mittel eine Abnahme von 1,4 Zentimetern pro Jahr stattfindet. Ein weiterer Indikator ist die Grundwasserneubildung. Das sind auch neue Arbeiten, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben aus der Periode 1995 bis 2014 mithilfe von statistischen Verfahren mal versucht, für das Einzugsgebiet Grünheide die Grundwasserneubildung zu rechnen. Ich habe Ihnen hier mit kleinen Pfeilen Situationen gezeigt, wo wir relativ hohen Niederschlag hatten, also wo wir intuitiv erstmal erwartet hätten, dass auch die Grundwasserneubildung ansteigt. Das ist aber bedauerlicherweise nicht der Fall. Das heißt, wir sehen, dass alleine hoher Niederschlag leider nicht ausreicht, um die Grundwasserneubildung zu erhöhen, sondern viel deutlicher ist die Korrelation mit der Temperatur und damit natürlich auch entsprechend mit der Verdunstung. Auf der rechten Seite ist eine Abbildung, wo mithilfe eines Wasserhaushaltsmodells, das ist das ARC-ECMO, das auch für dieses Gebiet um Erkner-Grünheide, mal Gebiete ausgewiesen wurden, wo wir letztendlich sogar schon einen Aufbrauch nur noch des Grundwassers haben, also wo überhaupt keine Speisung mehr durch Niederschlag dasteht. Das sind alle Flächen, die quasi diese rötlich-gelben Farben aufweisen. Demgegenüber, also das heißt, die Grundwasserneubildung ist ja unser Wasserdargebot, wenn wir es einfach beschreiben wollen, steht der Wasserbedarf. Wir haben, das sind Zahlen von 2019 in Brandenburg aktuell eine Wasserversorgung oder eine jährliche Wasserversorgung mit 155 Millionen Kubikmeter pro Jahr, wobei davon fast 90% das Grundwasser zur Verfügung stellen muss.
Wir sind im Mittel, sogar in Berlin-Brandenburg, gar nicht so schlecht mit dem Wasserverbrauch. Also alleine die Forderung, jetzt den Wasserverbrauch der Bevölkerung runterzuschrauben, wird es nicht helfen, weil wir sogar deutlich, also etwas unter dem Mittel liegen, was bundesweit bei 123 Litern pro Person und Kopf pro Tag ist. Die in Berlin haben wir eine Wasserversorgung mit 210 Millionen Kubikmeter pro Jahr, wovon allerdings 60% eben durch Uferfiltration und nur 30%, weil einfach nicht entsprechend Grundwasser da ist, über Grundwasser zur Verfügung gestellt wird. Seit 2011 sehen wir, nachdem es lange rückgängig war, wieder eine Zunahme des Wasserbedarfs. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Abbildung, die ich von den Berliner Wasserbetrieben bekommen habe, wo wir überlagern die Wasserschutzgebiete in grün dargestellt mit den FFH-Gebieten, die also letztendlich für den Naturschutz gedacht sind. Und Sie können sehen, in vielen Wasserschutzgebieten haben wir auch FFH-Gebiete, was natürlich häufig zu einer Konfliktsituation zwischen diesen beiden Naturschutz oder diesen beiden Schutzgütern führen kann. Ich habe Ihnen jetzt entsprechend des Titels des Vortrags mal zusammengestellt, was wir machen, aber auch was man machen könnte, wenn man vielleicht neue innovative Technologien nutzt. Was machen wir? Berlin oder die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima hat einen neuen Maßnahmenplan vorgestellt, wo zunächst Berlin weist ja etwa 140 Kilometer stauregulierte Wasserstraßen auf, man sich eben genau das zunutze machen möchte und versucht eben durch eine entsprechende Regulierung der Wehre und Schleusen eine Art Wasserspeicherung in der Stadt selber zu ermöglichen. Das ist jetzt aktuell für den Bereich Spandau, was natürlich auch, muss man kritisch sehen, das abfließende Wasser aus Berlin heraus entsprechend zurückfahren wird. Gleichzeitig gibt es Pläne, die Abwasserableitung entsprechend zu verändern, sodass wir eine mengenmäßige Stützung der Oberflächenwasser ermöglichen können. Auf der rechten Seite habe ich Ihnen mal die Vision der Neugestaltung des Flughafen Tegels, der letztendlich in diesem Schwammstadtkonzept gestaltet werden soll. Das heißt eben die Möglichkeit, durch besonders viel Grün in der Stadt das Wasser entsprechend auch zu speichern und die Versiegelung der Flächen nicht zu hoch zu fahren. Das war die Wasserspeicherung im urbanen Raum. Im ländlichen Raum macht man schon lange, und das ist auch, denke ich, eine gängige Methode, den Bereich der Renaturierung. Das heißt also, wir können natürlich versuchen, entsprechend Moore, aber auch Flüsse und Bäche wieder zu renaturieren und damit die oberflächennahe Wasserspeicherung zu erhöhen. Jedoch ist dabei kritisch zu betrachten, wenn Sie mal auf die linke Abbildung schauen, dass die Versickerungszeit des infiltrierten Wassers, je nachdem, wie eben ihre naturräumlichen Gegebenheiten sind, zu mehr als 50% über 3 Jahren betragen. Wir haben 30% der Flächen, wo wir sogar über 25 Jahren Infiltrationszeiten liegen. Das heißt, wenn ich oberflächennah Wasser speichere in ungünstigen Gebieten oder wenn ich entsprechende Renaturierung anlege, dann hilft mir das leider für den Wasserhaushalt noch nicht sehr viel. Ich habe Ihnen deshalb hier eine Abbildung dargestellt, wo wir mal gegenüberstellen die Effektivität der Speicherwirkung verschiedener Speicheroptionen und letztendlich die damit verbundenen Kosten und auch Umwelteingriffe. Und Sie sehen, selbstverständlich, wenn wir renaturieren, ist das erstmal eine relativ kostengünstige Maßnahme, aber auch ihre Effizienz ist von begrenzter Wirksamkeit. Demgegenüber steht zum Beispiel die Wasserspeicherung im tiefen Grundwasserleiter. Das heißt, wir haben hier auch noch moderate Kosten im Vergleich zum Beispiel zum Talsperrenbau, aber wir haben eine relativ hohe Effizienz des Wassers, was wir wirklich unterirdisch speichern können. Das sind Methoden, die man anwendet. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein bisschen einfach als Ideen mitgeben, was man vielleicht noch machen könnte. Wir haben Methoden, wie wir Wasser herstellen können mithilfe der Meerwasserentsalzung. Wir haben Optionen der Wasserüberleitung, was eben schon angesprochen wurde. Wir haben die Möglichkeit, Abwasser zu recyceln. Und wir haben die Möglichkeit, eben mit künstlicher Grundwasseranreicherung zu arbeiten.
Das heißt, wollen wir künstliche Grundwassereinreichungen durchführen, dann ist, sage ich mal, das noch gängigste Verfahren. Wir fangen das Oberflächenwasser ab. Das kann Flusswasser sein, das kann starken Niederschlag sein, das kann auch Abwasser sein und wir infiltrieren das in den Untergrund. Man macht sich dabei die Reinigungsleistung des Bodens zunutze und kann dementsprechend eben wirklich in den tieferen Bereichen die Wasserressource erhöhen. Das heißt, diese Methode ermöglicht einen gewissen Hochwasserschutz, weil wir ja starken Niederschlag abfangen können und kann eben auch helfen, klimatische Extremereignisse auszugleichen. Ich habe Ihnen hier ein größeres Beispiel, wo man das größerskalig in den USA anwendet, mitgebracht. Das ist hier der San Gabriel River in Kalifornien, der eben an seinen Seitenbereichen große Beckenanlagen hat, wo je nach dem Regenwasser, Abwasser, aber auch übergeleitetes Wasser gespeichert wird und entsprechend in den Grundwasserleiter infiltrieren kann. Wir machen das in kleinem Maße, das habe ich immer hier so eine Fahne hingemacht, um das so anzudeuten, auch schon in Deutschland. Und zwar ein gutes Beispiel ist das Wasserwerk Briesen, wo wir eben Spreewasser abnehmen und in diesen Infiltrationsbecken zur künstlichen Grundwasseranreicherung nutzen. Eine weitere Option ist die Nutzung von Wasserüberleitungen. Auch hier sind zwei sehr großskalige Projekte. Also es gibt zum einen in China eine großskalige Wasserüberleitung, die aus diesen beiden Reservoirs Wasser, und jetzt schauen Sie das mal im Verhältnis, das ist quasi in 10 Tagen ist das gesamte Wasser, was Berlin braucht, übergeleitet. Also das heißt, wo das Wasser entsprechend von diesen Reservoirs nach Beijing übergeleitet wird. Es gibt auch den National Water Carrier in Israel, der letztendlich aus dem See Genezareth Wasser über Tel Aviv bis in die Negev leitet. Wir haben hier auch eine relativ große Kapazität von 2 Millionen Kubikmetern pro Tag und diese Wasserüberleitung findet auf 130 Kilometern statt. Das heißt also, durchaus wäre eine Option zu prüfen, was Herr Koch ja auch schon angedeutet hat, dass eben letztendlich Wasser aus bestimmten Gebieten, wo wir noch einen gewissen Wasserüberschuss haben, in eben trockene Bereiche überleiten. Hier ist nochmal so ein Bild aus dem Kibbutz Hukok, wo wir letztendlich sogar mit offenen Kanälen in Israel das Wasser übergeleitet wird. Ein Beispiel für Deutschland, wo es angewendet wird, ist die Donau-Main-Überleitung. Das heißt also, der Fluss Regnitz würde aufgrund eben auch des Einflusses des Klimawandels bis auf 10 Kubikmeter pro Sekunde zurückgehen. Und mithilfe von 2 Wasserüberleitungen wird es eben ermöglicht, dass wir im Sommer bis auf 30 Kubikmeter pro Sekunde den Abfluss entsprechend wieder erhöhen. So. Dann kommen wir zur Meerwasserentsalzung. Hier ein sicherlich sehr eindrückliches Bild einer Meerwasserentsalzungsanlage in Dubai, wo wirklich eben wir in einem der trockensten Regionen der Erde sind. Das heißt, was machen wir bei Meerwasserentsalzung? Mithilfe eben des Verfahrens von Umkehrosmose wird letztendlich durch eine Membran das Wasser gepresst. Das sieht dann häufig so aus. Und wir halten die Salze zurück und bekommen letztendlich fast völlig entmineralisiertes Wasser. Das heißt, das Wasser muss im nächsten Schritt nochmal entsprechend mit Mineralstoffen versetzt werden. Das heißt, die Probleme bei der Meerwasserentsalzung sind derzeit noch, dass es recht teuer ist. Wir sind hier bei diesem im Schnitt 50 Cent pro Kubikmeter. Es ist ein hoher Energieaufwand und wir haben auch immer noch ein bisschen Probleme, wo wir quasi das Abfallprodukt, die Salzlake, lassen. Nichtsdestotrotz, es gibt Forschungsprojekte. Das ist gerade im Rahmen einer neuen Initiative des BMBFs im Rahmen der Forschung Wassertechnologien in der Kooperation Deutschland und Israel gestartet worden, wo es eben genau darum geht, dieses entsalzte Meerwasser zum Beispiel für hydroponische Landwirtschaft einzusetzen. Ein kleines Beispiel aus Deutschland ist die Insel Helgoland, die letztendlich eben 80% ihres Trinkwassers aus entsalztem Nordseewasser herstellt. Und man könnte sich eben die Frage stellen, wenn wir wirklich in eine höhere Wasserstresssituation kommen, ob gegebenenfalls auch unser stark salzhaltiges Wasser aus dem dritten Grundwasserleiter eben für so eine Nutzung zur Verfügung stehen könnte.
Dann haben wir den Bereich des Abwasserrecyclings. Das heißt, wir haben noch eine Art völlig ungenutzte Ressource, wenn wir unser Abwasser ja zurückgeben, das zum einen eben auch nach einer bestimmten Behandlung für eine kurz- oder langfristige Speicherung im Grundwasser zur Verfügung stehen könnte oder nach entsprechender Nachbehandlung auch zur Bewässerung in der Landwirtschaft. Also immer noch ein bisschen Diskussion natürlich beim Abwasserrecycling ist der Verbleib und die Migration der natürlich nicht komplett entfernten, wir wollen ja nicht auf Trinkwasserqualität aufbereiten, der nicht komplett entfernten Spuren, Stoffe und Pathogene, das heißt, wie verhält es sich dann entsprechend in der Umwelt. Zwei sehr eindrückliche Projekte aus meiner Sicht sind die Abwasserrecyclinganlage Schaftan. Dort wird, nur mal reinholen, genau, werden pro Tag, anschauen hier, 360.000 Kubikmeter Abwasser recycelt. Israel nutzt 86% des Abwassers, recycelt das für die Landwirtschaft, wird dann in den tieferen Grundwasserleiter eingespeist und im Bereich der Negev zur Bewässerung der Landwirtschaft entnommen. Das wohl eindrücklichste Beispiel ist das New Water-Verfahren in Singapur, wo Abwasser bis auf Trinkwasserqualität recycelt wird und tatsächlich zu 5% der Bevölkerung als Trinkwasser hier in diesen Fläschchen zur Verfügung gestellt wird. Auch in Deutschland gibt es ein Vorzeigeprojekt, wo man in dem Bereich, es ist das, soweit ich weiß, das einzige Projekt derzeit in Deutschland aktiv ist. Das heißt, es wird mithilfe einer Biogasanlage entsprechend die Kläranlage energetisch betrieben. Das Wasser wird eben entsprechend dann aufbereitet und zum einen zur Erhöhung oder Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes in die Landschaft aufgegeben und 2/3 des gereinigten Abwassers werden für die landwirtschaftliche Bewässerung genutzt. So, gut. Damit möchte ich letztendlich schließen, möchte aber trotzdem auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Herr Koch und ich und noch ein paar andere werden, die hier unten alle aufgeführt sind, als unsere Forschungspartner, werden nächstes Jahr mit einem Forschungsprojekt beginnen, was vom BMBF mit 3 Millionen gefördert wird und was sich eben der Adaption an wasserextreme Ereignisse widmen wird. Das Ganze wird von der TU Berlin und mir koordiniert werden. Und wir werden eben versuchen, für ein Teileinzugsgebiet der unteren Spree, also zwischen dem Müggelsee und dem Schwielauchsee, ein Konzept für ein integriertes Wasserressourcenmanagement zu entwickeln. Wir werden versuchen, neue Wasserspeicher zu identifizieren, die eben genau solche Optionen, wie ich es eben dargestellt habe, zur unterirdischen und oberirdischen Wasserspeicherung bieten. Es ist das Ziel, exemplarisch ein Dürre-Frühwarnsystem für die Landwirtschaft zu entwickeln. Und wir wollen auch Vorschläge machen, wie man eben im Rahmen einer wirklichen Wasserstresssituation auch eine Priorisierung von Wassernutzern ermöglichen könnte. Das sind unsere Stakeholder, die in dem Projekt beteiligt sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr großes Feedback von der Region bekommen und damit möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ja, vielen Dank. Jetzt öffnen wir das Ganze für Fragen. Es sind jetzt keine Fragen während der zweiten Präsentation im Chat durchgekommen. Entweder vielleicht am besten jetzt im Chat Fragen reinstellen oder die Hand heben und dann kann die Technik, wer auch immer jetzt Fragen stellen will, dann eben einfach die Kamera für diejenigen öffnen. Und während da von der Seite keine Fragen kommen, werde ich einfach anfangen, Fragen zu stellen. Jetzt kommt hier schon eine Frage rein. Das ist jetzt die Frage auch von Herrn Eckert. Welche Rollen können dezentrale Ansätze zum Grauwasserrecycling, wie in Berlin-Kreuzberg, dazu beitragen, bei der auch Hydroponik und Aquaponik genutzt werden? Ja, soll ich antworten oder
Ja. Ja, gut, wir sind ja bei dem Grauwasser, nicht direkt bei dem beim Abwasser. Ich Also würde kann man jetzt schon. noch vielleicht noch mal kurz erklären, was Grauwasser genau ist für diejenigen, die keine Fachleute sind und was der Unterschied zwischen Hydroponik und Aquaponik ist. Vielleicht kann man das noch mal kurz erklären, bevor mit der Antwort zusammen. Also wenn es um hydroponische Landwirtschaft geht, dann geht es einfach darum, dass wir landwirtschaftliche Produkte wie, was weiß ich, Salat und so weiter anbauen, das eben mehr oder weniger ganz ohne Boden auskommt. Und das ist halt interessant, wenn Sie einfach das Wasser natürlich sparen wollen und gezielt zum Beispiel in Gewächshäusern und so weiter das Wasser dazu geben möchten. Also das heißt, es ist einfach eine relativ effiziente Möglichkeit der Bewässerung. Es ging aber auch, also in den Forschungsprojekten, die da gestartet werden, wirklich auch darum, das überhaupt mal zu testen, inwieweit das möglich ist. Also das ist eben noch nicht Standardapplikation, das anzuwenden. Okay. Ich wollte jetzt, oder will der Koch dazu noch was sagen, oder? Nein, nicht unbedingt. Sorry, okay. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen kurz zurück rauszoomen, so vielleicht noch mal das Großbild noch mal vielleicht versuchen zusammenzufassen. Es stand ja erstmal in einem dieser Slides, kann mich noch erinnern, da war drin, ich weiß nicht, wer von den beiden jetzt das hatte, aber dass Brandenburg 241 bis 300 mm weniger Niederschlag eventuell hätte. Und wenn das so extrem wird, im Vergleich zu 2018 war ja dieses extreme Dürrejahr mit 390 mm Niederschlag, was ich habe das jetzt mal kurz angeschaut, was sogar weniger ist als Tel Aviv in Israel hat. Also doch sehr trocken. Andererseits aber 2018 eine ganz, ganz große Ausnahme. Also 300 Meter weniger Niederschlag 2041. Ist das jetzt wirklich zu erwarten oder ist das? Heißt es dann, wir hätten dann jedes Jahr ein 2000, Jahr 2018 oder wie muss man sich das ganz konkret vorstellen, 20 bis 30 Jahre in der Zukunft? Und wie sieht es dann aus in Berlin und Brandenburg? Was wäre dann die konkrete Situation, ein paar konkrete Beispiele vielleicht? Also ich glaube nicht, dass die Abbildung bei mir drin war, aber ich würde jetzt sagen, aus klimatologischer Sicht, sagt die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass solche Jahre wie 2018 zukünftig häufiger auftreten, ist auf alle Fälle gegeben. Und eins der großen Probleme ist, das hatte ich ja mehrmals angedeutet, gar nicht nur unbedingt der Niederschlag, sondern die Temperaturerhöhung, die steigende potenzielle Verdunstung und die großen Wasserflächen und die großen Feuchtgebiete. Das heißt, wenn wir im Mittel der Niederschläge, im Jahresmittel so bleiben wie in der Vergangenheit, aber die Verdunstung um 15, 20, 25% ansteigt, haben wir eben sehr viel weniger Wasser im System, also in den Seen, in den Speichern, in den Flüssen. Und natürlich müssen wir auch bedenken, dass bei den hohen Temperaturen eben gerade auch die Pflanzen sehr viel mehr transpirieren, also über die Blattfläche eben Wasser abgeben. Irgendwann schließen die auch mal die Poren, um nicht abzusterben sozusagen. Aber solange, wie sie zum Beispiel noch an Grundwasser kommen, über Wurzeln, werden die eben bei höheren Temperaturen und höherer potenzieller Verdunstung auch dieses Grundwasser ziehen. Und das heißt eben auch in normalen Jahren vom Niederschlag her, die aber wärmer sind, werden wir immer einen stärkeren Zehreffekt haben als in der Vergangenheit, einfach aufgrund der höheren Temperaturen. Und da ist eben die Frage, wann, wie häufig kommen dann eben doch mal feuchtere Jahre? Und wie ich gezeigt hatte an diesem Dürremonitor, wir sehen jetzt in 2 Meter Bodentiefe immer noch die Nachwirkungen der Dürre von 2018 und 2019, obwohl wir dann 2020 und 2021 eigentlich durchaus ja, ganz gut Niederschlag hatten. Und wenn dann eben mehrere solche Jahre hintereinander kommen, dann ist das System nicht mehr in der Lage, sozusagen den ursprünglichen Zustand wieder zu erreichen, weil wir einfach über die Verdunstung so viel verlieren. Genau, also ich muss das nochmal schnell korrigieren. Das war nicht, natürlich nicht Niederschlag, sondern das war klimatische Wasserbilanz, genau. Also dieser Negativ, das war diese Zahl, genau, das war minus 300 stand da. Also 300 Millimeter zu wenig.
pro Jahr, genau, also Korrektur. Jetzt aber doch nochmal zu diesem anderen Bild, da war ja zum Beispiel die Abflüsse am Pegel, am Pegel große Tränke Spree, da stand dann, irgendwann geht es auf Null. Das heißt ja nicht, dass die Spree dann irgendwann gar kein Wasser mehr hat, sondern was ist da zu erwarten dann, wenn das so eintritt? Also erstmal, diese Zustände wurden ja auch in den letzten Jahren mehrmals beobachtet. Also zum Beispiel 2018, also wie gesagt, der Mindestabfluss soll eigentlich 8 Kubikmeter pro Sekunde sein und da flossen dann noch 200 Liter pro Sekunde, also nur noch ein Bruchteil. Und auch dieses Jahr im Juni, Juli hatten wir wieder nur 2 bis 3 Kubikmeter pro Sekunde, also eine deutliche Unterschreitung, obwohl, wie gesagt, dieses Jahr von allen ja gab gar keinen Sommer interpretiert wird. Trotzdem hatten wir wieder dieses Jahr auch eine über mehrere Wochen anhaltende starke Niedrigwassersituation. Das heißt, einerseits sozusagen da, wo die Spree noch frei fließt, ist sie wirklich ein Rinnsal. In Berlin selber ist natürlich die Spree und die Kanale, das ist alles Stauhaltung. Das heißt einfach in dem Sinne, da fällt zwar nicht der Kanal oder die Spree trocken, aber das Wasser steht. Das heißt dann wiederum im Sommer hohe Temperaturen, das Wasser heizt sich auf, irgendwann kippt möglicherweise das System und dann haben wir überall tote Fische rumschwimmen. Das ist dann sozusagen die Gefahr. Also sozusagen in innerberlinisch wird immer Wasser da sein. Die Frage ist nur, es wird halt kein Fluss sein, sondern es ist ein Stehgewässer, was dann eben zu Wasserqualitätsproblemen stark führen würde. Und ansonsten, wenn wir über das Trockenfallen reden, ich habe ja auch immer über Spree Schwarze Elster gesprochen und in der Schwarzen Elster ist es so, die ist also wirklich großflächig in den letzten 10, 15 Jahren mindestens 4 oder 5 Mal komplett trocken gefallen. Mhm. Also da war gar kein Wasser mehr im Flussbett. Aber die Schwarze Elster ist noch ein bisschen problematischer als die Spree, weil die Spree kommt noch ein bisschen aus dem gebirgigen Bereich. Das heißt, da regnet es noch ein bisschen mehr im Quellgebiet, auch im Sommer, während die Schwarze Elster eben ja ein reiner Flachlandfluss ist, wo auch im Quellgebiet sozusagen keine Höhenzüge sind, wo es ein bisschen mehr regnet. Ja, und deshalb ist die Schwarze Elster noch ein bisschen extremer als die Spree. Okay, jetzt ist natürlich hier auch kurz aus der Zuhörerschaft eine Frage gekommen zu Tesla. Wie zu erwarten war, welche Auswirkungen hat die Tesla-Produktion auf die Region? Die neue Tesla-Fabrik und die Wasserverbrauch davon. Ja, also ich kann ja mal versuchen zu antworten. Also das ist halt eine bisschen ungeklärte Frage, würde ich sagen. Also man kann das nicht so eindeutig beantworten, wie das aktuell gegebenenfalls von der Politik auch dargelegt wird. Um eben das habe ich auch versucht, mit der Grundwasserneubildung darzulegen. Also um letztendlich das Grundwasserdargebot zu kennen. Und das Grundwasserdargebot ist eben das, was ich auch zur Konzession, also zur Entnahme, freigeben kann, muss ich halt erstmal wissen, wie viel Wasser sich in einem bestimmten Zeitraum neu bildet. Weil idealerweise, wenn ich wirklich nachhaltig Wasser bewirtschafte, dann sollte ich eigentlich auch nicht viel mehr entnehmen. Und da dieses aus meiner Sicht aktuell nicht so ganz geklärt ist, ist die Frage eben schwer zu beantworten. Also es wäre eben empfehlenswert, das wäre mein Rat, sich diese Grundwasserneubildung, das Grundwasserdargebot, das Wasserdargebot zu quantifizieren und dann entsprechend eben auch die möglichen Konzessionen dementsprechend anzupassen. Und erst wenn das geschehen ist, kann ich eigentlich das beantworten, ob das auf die Region Auswirkungen hat oder nicht. Es gibt aber natürlich neben Tesla auch noch eine ganze Menge andere Wassernutzer in der Region. Also es ist nicht der einzige Wassernutzer und gegebenenfalls, das habe ich ja auch angedeutet mit der Priorisierung, müssen eben auf politischer Ebene Entscheidungen getroffen werden, wer, wenn ich nicht genug Wasser habe, das Wasser nutzen darf. Das ist eben in anderen Ländern, die Wassermangel haben, auch so. Und dann kann es eben sein, dass einer von den Wassernutzern, sei es Landwirtschaft, sei es Industrie, etwas zurücktreten muss. Und da hatten wir jetzt vor kurzem ja auch eine Meldung mit Google, dass die Ansiedlung von Google jetzt offensichtlich nicht mehr stattfindet wegen
wegen Wassermangels, das hat der Herr Koch erwähnt. Was ist da passiert und warum ist das abgelehnt worden? Die wollten ja, glaube ich, eine Serverfarm oder sowas am Datenzentrum machen. Also solche Rechenzentren mit ja, großen Rechenkapazitäten brauchen ja nicht nur viel Strom, sondern da kommen sie häufig dann auch mit der Luftkühlung nicht mehr weiter, sondern da werden dann auch Wasserkühlungen genutzt und die Wassermenge, die Google da scheinbar gebraucht hätte, um diese Großrechner zu kühlen, die war scheinbar nicht vorhanden. Das ist sozusagen der Punkt in dem Fall. Und wenn wir jetzt über Einschränkungen sprechen, also das Erste, was natürlich eingeschränkt wird, sind oder eingeschränkt auch werden kann, gesetzlich, sind die privaten Entnahmen. Und das ist eben auch in den letzten Jahren, also 2018, 2019, aber selbst letztes Jahr, teilweise in Cottbus, in Potsdam und so weiter passiert, dass die unteren Wasserbehörden die Wasserentnahmen aus den Oberflächengewässern zum Beispiel zur Sprengung von Wiesen oder von Rasenflächen oder von Golfplätzen oder für den privaten Gemüseanbau untersagt hat. Ja, also da gibt es dann eben von den unteren Wasserbehörden zeitlich begrenzte sozusagen Restriktion der Wasserentnahmen. Und bevor man jetzt natürlich an die Industrie oder an die Landwirtschaft geht, also die damit ihr Geld machen, versucht man natürlich erstmal sozusagen den Wasserverbrauch bei den Privatleuten, bei der Privatnutzung etwas einzuschränken. Okay. Jetzt hier nochmal eine Frage, wie weit wirkt der Braunkohletagebau in Brandenburg auf das Grundwassersystem im Umkreis? Es wurde ja schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen klarstellen, der Braunkohletagebau und die Stilllegung, die schrittweise Stilllegung oder das Runterfahren des Braunkohletagebaus. Wie groß ist es als Faktor, was das Grundwassersystem angeht? Also vor 25 Jahren, Anfang der 90er Jahre, also als noch am Ende wirklich dieses massiven Braunkohleabbaus im Lauditzer Revier, war dieser Grundwasserabsenkungsbereich, also die Fläche, in der das Grundwasser gegenüber dem natürlichen Zustand abgesenkt wurde, um eben diese Tagebau trocken zu legen, hatte eine Fläche von ca. 2000 Quadratkilometern, also die Fläche ungefähr des Bundesland Saarland. Mittlerweile hatte ich ja auch diese Karte der LMBV gezeigt, sind eben viele Seen geflutet. In diesen Bereichen ist das Grundwasser wieder nach oben gestiegen, hat noch nicht überall den ursprünglichen Zustand erreicht oder in manchen Regionen wird er den auch nie wieder erreichen. Aber ich kenne jetzt keine Zahl, aber ich denke mal, wir sind jetzt vielleicht noch in der Größe von 1000, 1200 Quadratkilometern, also schon deutlich weniger als die ursprünglich 2000, in denen es immer noch Auswirkungen gibt, weil es dauert natürlich einige Jahre, bis sich der Grundwasserstand wieder einnivelliert hat. Das heißt, also wenn jetzt ein Braunkohleausstieg 2040 käme, würde man vielleicht im Bereich 2060, also nach 20 Jahren wieder die Grundwasserstände auf einem ursprünglichen Niveau haben. Allerdings ist natürlich auch teilweise durch diese Tagebaue und die entstehenden Seen sowieso das Gesamtsystem gestört und mit dem ursprünglichen System nicht mehr wirklich vergleichbar. Ja, weil also sozusagen ist ja auch hier so, dass ein natürliches System, also zum Beispiel der Boden, ja, der wurde weggebaggert irgendwo, wieder neu hingekippt sozusagen. Es entstehen riesige Hohlformen, sozusagen das Volumen der herausgeförderten Kohle, das ist ja weg. Ja, und damit haben sie ja auch sozusagen eine menschengemachte großräumige Landschaft. Ja, und die hat dann mit dem ursprünglichen natürlichen System auch nicht mehr allzu viel zu tun. Okay. Jetzt sollten wir vielleicht nochmal zu den Maßnahmen was sagen. Es ist ja schon ein bisschen angeklungen, was die anderen Länder da so machen. Eine Frage, die bei mir immer im Kopf war, was Singapur macht, dass die vom Abwasser über die Reinigung direkt ins Trinkwasser gehen.
Wie sauber muss das sein, damit man das trinken kann? Wie viel sauberer als die Reinigungsstufen, die wir hier schon installiert haben? Was fehlt uns da noch, bis wir da sind? Entweder zum einen bei den Reinigungsstufen und zum anderen gesetzlich. Ja, also ich denke, dass uns nicht unbedingt was fehlt. Also es ist so, dass wir natürlich schon von der Wassertechnologie, wenn Sie jetzt da mit UV und so weiter draufgehen, dann holen Sie, wir können das. Das ist die Frage, was man möchte. Also ich würde sagen, die Wassertechnologie gibt das, was Singapur kann, das können wir auch in Deutschland selbstverständlich auch. Also die Wassertechnologie gibt das ja schon her. Was uns eben immer umtreibt, ist, wir wollen die Spurenstoffe raushaben, also unsere organischen Schadstoffe, Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel, die eben eine gewisse Persistenz aufweisen können. Und eben teilweise auch, wie es ja jetzt auch in Schöner Linde, Ruhleben, genau so, mit der vierten Reinigungsstufe eingebaut wird und gleichzeitig die Pathogene. Also das heißt, wir wollen natürlich keine mikrobiologischen Verunreinigungen da drin haben. Ich denke, das Hauptproblem ist natürlich, das kann man sich jetzt auch vorstellen, ist die Akzeptanz. Also und bis dahin ist es, denke ich, ein weiter Weg. Also ich denke, wenn wir jetzt in Deutschland so weit kämen, dass wir überhaupt mal das Abwasser entsprechend mit gesetzlichen oder mit Genehmigung der entsprechenden Behörden für die Landwirtschaft oder gar zur künstlichen Grundwasseranreicherung nutzen würden, dann wären wir schon sehr weit. Also der Schritt jetzt bis zum Trinkwasser, den müssen wir vielleicht gar nicht gehen, aber dass wir überhaupt erstmal für die Landwirtschaft nutzen. Also Braunschweig, soweit ich weiß, eben das Vorzeigeprojekt, ist kurz davor, wieder die Konzession zu verlieren. Also das ist auf jeden Fall wieder in der Diskussion. Und dementsprechend würde ich sagen, versuchen wir mal, diese kleinen Schritte zu gehen. Und die Gesetze machen das eben im Moment schwierig, aber es ist eben auch eine Frage der Akzeptanz. Also wie das überhaupt auch von den Behörden angenommen wird und umgesetzt wird. Ich würde aber gerne, ich habe gesehen, in den Chats ist das immer wieder mit der Versickerung vom Regenwasser gekommen. Da würde ich gerne was zu sagen. Also ich selber mache nicht diese urbanen Themen, sage ich gleich. Das ist nicht mein Schwerpunkt. Aber was mich halt immer so ein bisschen bestürzt bei der Versickerung des Niederschlagswassers ist, dass so wenig drauf geachtet wird, wo das Wasser dann hin versickert. Also ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass wir diese drei Grundwasserleiter haben. Wir fördern aber nicht aus dem oberen Grundwasserleiter, sondern unser wasserwirtschaftlich relevante Grundwasserleiter ist der zweite. Und wenn wir oben drüber eine relativ gering durchlässige Schicht haben, wie es in vielen Gebieten eben, was sich in Nordost, Berlin und so weiter ist, dann hilft uns dieses Versickern überhaupt gar nichts, weil wir natürlich, klar, aus ökologischer Sicht ist das schön, wir können vielleicht Feuchtgebiete erhalten, also das ist sehr, sehr wertvoll, aber wenn es um die reine Wasserressource oder das Wasserdargebot für die Wasserförderung geht aus dem Grundwasser, muss eben auch sichergestellt sein, dass der Grundwasserleiter überhaupt da ist. Und da bin ich mir halt aktuell nicht so ganz sicher, ob das auch so entsprechend geprüft wird. Wenn ich eben den Zwischenabfluss damit erhöhen möchte, also es infiltriert, und dann haben wir den Zwischenabfluss und das kommt in den Vorfluter und ich mache Uferfiltration, dann ist es ein Gewinn. Wenn ich aber das System anders ausgebildet habe, würde ich es nicht als eine so hilfreiche Methode betrachten. Das war mir einfach nochmal wichtig, weil ich habe halt auch diese Abbildung mit diesen Infiltrationszeiten gezeigt. Ne? Da ist halt ein unheimlicher Zeitversatz drin zwischen Niederschlag und dass mein Grundwasser nachher die Ressource sieht. Mhm. Was ist dann gegeben diese ganzen Einschränkungen, die erwähnt wurden, was ist so die Lieblingslösungsmethode oder die am besten realisierbare Lösungsmethode oder beides? Wenn man jetzt einfach anschaut, was möglich ist. Vielleicht jeder von Ihnen einfach mal. Wer fängt an? Weiß ich nicht, willst du? Oder? Ja, okay, dann kann ich nochmal. Also diese Überleitungsberechnung, die haben wir, wie gesagt, schon vor 15 Jahren gemacht. Und das wäre sicherlich interessant, einmal einfach die Bau- und Instandhaltungs- und Betriebskosten für eine Überleitung
wo eben schon ordentliche Mengen zusammenkommen, wie 2-3 Kubikmeter pro Sekunde, eben den anderen Möglichkeiten der Wasserreinigung, Wassernutzung und so weiter gegenüberzustellen. Denn was eben auch angesprochen wurde, könnte man im Großraum Berlin den dritten Grundwasserleiter, der verdalzen ist, nutzen. Der ist aber relativ tief. Also sozusagen, Sie müssen halt sehr viel Energie investieren, um das Wasser von dort unten erstmal hochzupumpen. Sie müssen sehr viel Energie dann in die Entsalzung stecken. Und da wäre die Frage, wenn man über solche Verfahren 2-3 Kubikmeter pro Sekunde erzielen will, was würden da eigentlich für Kosten entstehen? Und das wäre interessant, eigentlich mal diesen Überleitungen gegenüberzustellen. Denn das große Problem in der Region ist, also wir sind, hatte ich ja am Anfang gezeigt, wir sind eine Region mit einer negativen klimatischen Wasserbilanz. Es regnet weniger als potenziell verdunstet. Wir haben viele Wasserflächen, also verdunstet auch sehr viel. Wir haben mit Berlin und insbesondere auch dem Umland mittlerweile, also das Umland von Berlin, das sind ja auch nicht nur 50 Menschen, da kommt auch noch mal einiges zusammen. Also wir haben ja einen Bereich hier mit über 4 Millionen Einwohnern, die mit Wasser versorgt werden wollen. Und das in eigentlich einem klimatischen Zehrgebiet. Und da ist die Frage, ja, hier wohnen eigentlich so viele Leute. Aber wir können jetzt nicht sagen, zieht mal alle nach Hamburg, da gibt es viel Wasser. Wir wollen hier sitzen, wir wollen hier arbeiten, wir wollen hier leben. Das heißt, wenn man eben an einem Ort, wo die Wasserdargebotssituation so schwierig ist, haben will, dann muss man sich was überlegen, wie man die mit Wasser versorgt. Ich meine, man sieht es ja, wie es in den USA, also wir haben ja vorhin einige Beispiele gesehen, aber Las Vegas wird über riesige Wasserleitungen versorgt. Los Angeles wird über riesige Wasserleitungen versorgt. Ja, da wird das auch gemacht, wenn irgendwo große Menschenmengen leben. Ja, und die eben auch wirtschaftliche Bedeutung haben, dann wird dort eben eine Wasserüberleitung gebaut. Und die Frage ist immer noch, wo ist noch Potenzial zum Wassersparen? Das ist immer noch eine große Frage. Aber ich denke mal, wenn wir zum Beispiel den Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, die ein ähnliches Klima auch haben, dann stehen wir eigentlich sehr gut da. Und wir haben ja eigentlich sehr, wir gehen ja relativ effizient mit Wasser und Energie um in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Also dadurch sind eigentlich die Einsparpotenziale in Deutschland auch vergleichsweise gering, insbesondere im Vergleich jetzt mit zum Beispiel Australien. Also da haben die nicht 110, dort haben die 500, 600 Liter pro Tag oder Kopf und Kopf, ja, oder auch in vielen Regionen der USA. Also das 4-5-fache von unserem Pro-Kopf-Verbrauch. Ja, dazu ist jetzt kurz noch reingekommen, ist die Trennung von Trink- und Brauchwasser hier eine realistische Möglichkeit, mehr Trinkwasser zu bekommen? Dann gibt es dazu Modellrechnungen, aber vielleicht dazu und auch zu der anderen Frage, Lieblingslösungsmöglichkeiten nochmal, Frau Engelhardt. Ja, also ich würde mich so ein bisschen der Darstellung von Hagen-Koch anschließen wollen. Also ich denke, dass durch reine Wassereinsparung das Potenzial oder wir die Probleme hier nicht lösen, weil eigentlich wir eben eigentlich schon ganz gut sind, was den Wasserverbrauch angeht im globalen Vergleich. Meine Lieblingsmethode, das ist vielleicht auch bekannt, ist das Abwasserrecycling, weil ich eben denke, dass wir derzeit das Abwasser verwerfen und es überhaupt nicht, außer wenn wir jetzt gut, wenn wir Uferfiltration betreiben, nutzen wir es ja indirekt schon ein bisschen in Berlin. Aber dass natürlich da schon noch eine Wasserressource oder auch neue Wasserressource steckt, die wir entsprechend nutzen sollten. Und dass eben diese Akzeptanzthematik, die ja auch eher eine sozialpolitische Komponente hat, wichtig wäre, daran zu gehen. Ich persönlich finde auch, die Thematik eben der Entsalzung, also der Meerwasserentsalzung, was aber natürlich auch salzhaltiges Grundwasser sein kann, relevant. Selbstverständlich eben die Energiekosten sind derzeit hoch. Es gibt aber eben Ansätze, auch aus Israel, wo man versucht, das entsprechend mit Photovoltaik und so weiter zu kombinieren, also dass wir eben dieses energetische Problem auch mit entsprechend angehen. Und nun muss man halt auch sagen, es ist ja inzwischen deutschlandweit akzeptiert worden, dass der Energiepreis hochgeht. Warum darf nicht auch der Wasserpreis hochgehen? Also Wasser ist auch eine sehr wertvolle Ressource.
Und da ist sicherlich auch eine bestimmte Steuerungskomponente möglich, wenn wir eben den Wasserpreis anpassen, der eben solche Kosten auch mit abfangen könnte. Also insofern wären das so meine beiden Technologien, die ich favorisieren würde, weil eben diese Überleitungen, die wir jetzt speziell hier, Herr Koch hat es ja dargestellt, hätten, natürlich auch mit gewissen Problemen verbunden sind. Also wenn wir von der Oder oder von der Elbe überleiten, gibt es da natürlich auch zum Teil Qualitäts-, aber auch politische Probleme, da ja dann den Unterliegern wieder entsprechend gegebenenfalls Wasser fehlen konnte. Mhm. Hier ist noch eine Frage, die wiederholt kam, zur dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in Berlin. Lässt sich da das irgendwie quantifizieren, wie das sich auf die Wasserverfügbarkeit in Berlin auswirkt? Ja, das war ja das, was ich eben schon beantwortet hatte. Das ist ja eigentlich schon gesagt genau, worden. Genau. Hier ist noch, ist das Wassertrockenheitsproblem in Brandenburg auch durch die Trockenlegung der Landschaft, durch Gräben und Kanäle entstanden und verstärkt sich das heute nur? Naja, klar, also wenn ich mit entsprechenden Gräben einen bevorzugten Oberflächen einen Abfluss macht, dann nehme ich natürlich das Wasser weg. Also das heißt, das Ideale ist ja, das Wasser fällt auf den Boden und kann langsam infiltrieren und in die Grundwasserressource kommen. Wenn ich aber natürlich mit Drainagegräben den Oberflächenabfluss erhöhe, dann freut sich zwar der Vorfluter, vielleicht Berlin, aber natürlich kann das Wasser nicht in die Grundwasserressource kommen. Also ist es auf jeden Fall was, was etwas kritisch zu sehen ist. Und wir haben das in dem Forschungsprojekt mit drin, mit der Firma Sicker in Brandenburg hier auch ansässig, wo wir eben versuchen wollen, so eine Art kontrollierte Drainagen zu entwickeln, wo eben genau so eine entsprechende Gegensteuerung ist, dass wir versuchen wollen, dieses Wasser in diesen Drainageleitungen zu halten, sodass es eben auch im Boden entsprechend nach Starkniederschlag gespeichert werden könnte und eben nicht gleich abläuft. Also da ist auch auf jeden Fall Potenzial, Wasser in den Grundwasserleiter zu bringen. Okay, hier ist noch eine Frage direkt zum Grundwasserleiter und zwar dem dritten, der am weitesten unten. Ist die Versalzung, woher kommt die? Wo kommt das Salz her? Ja, das kommt vom Zechstein. Da liegen die, in der Erdgeschichte war es hier ja mal ganz warm. Und da haben wir diese Verdunstungsbecken hier alle gehabt und quasi das Salz und der Anhydrit sind ausgefallen. Und diese Zechsteinssalze liegen hier. Darüber kommt dann der Rupelton, aber es gibt eben diese sogenannten Rupeltonfenster, wo das leicht durchbrochen ist. Und da ist eben dann ein hydraulischer Kontakt zwischen dem dritten Grundwasserleiter und dem Zechsteinssalzen möglich. Wodurch eben diese Versalzung entstehen kann. Ich kann einfach sagen, es ist geologisch sozusagen entstanden und dieses Salz, das wurde vor hunderten Millionen Jahren abgelagert und in den folgenden Jahrmillionen wurden darüber andere Sedimente abgelagert. Also das ist nicht später reingekommen, sondern das ist sozusagen damals, als hier Meeresgebiet war, abgelagert worden, vereinfacht gesagt. Okay, jetzt nochmal zu neuen Technologien. Also wir haben Google erwähnt, wir haben Tesla erwähnt. Einer Fragesteller erwähnt hier die Wasserstofftechnologie, wenn das kommt, ob da nicht auch enorme Mengen an Wasser verbraucht werden und was da auf uns zukommen könnte, aus hydrologischer Sicht. Bin ich nicht aussagefähig, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ja, kann ich auch nicht wissenschaftlich fundiert zu antworten. Okay. Dann hier nochmal die, Moment, ja, nee, das war schon, okay, Bodenverdichtung durch immer schwerere Maschinen, ist das hier irgendwann, spielt das eine Rolle für die, in der Landwirtschaft, für die langsamere Infiltration? Klar, also natürlich, also so, das reduziert natürlich die Infiltration oder die Versickerung und ist aus Sicht des Grundwassers, also der Wasserressource, kontraproduktiv, ja. Ja. Okay, sie erzeugen halt mehr Oberflächenabfluss, ne? Das dann, und dementsprechend geht es dann im Vorfluter weg. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich schon das Ende der Zeit erreicht. Ich wollte erst noch mal kurz fragen, was gibt es denn für eine Art Schlussfolgerung, irgendwie so eine Art Conclusion, irgendwie so eine Art Take-Home, vielleicht jeder von Ihnen das mal was auf jeden Fall wichtig ist, wenn jetzt jemand gar nicht zugehört hätte und einfach nur, wenn es eine Sache gibt, die
die Sie noch mal sagen wollten. Was ist es? Auf alle Fälle, ja, also es sind eigentlich auch schon viele Informationen, Kenntnisse, Erkenntnisse vorhanden. Es ist manchmal immer noch schwer, die an den Frau oder den Mann an der entsprechenden zuständigen Stelle zu bekommen. Das ist natürlich nach solchen Jahren wie 2018 deutlich besser geworden, dass man uns jetzt erstmal den Klimafolgenforschern schon deutlich besser zuhört als noch vor 10 Jahren. Aber da muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil wenn jetzt irgendwie 2 etwas feuchtere Jahre kommen, dann denken gleich alle wieder, ach, ist alles im grünen Bereich, brauchen uns wieder keine Gedanken zu machen. Und dann kommt eine große Dürre und in 3 Jahren und dann heißt es wieder, wir haben von nichts geahnt oder uns hat ja keiner was gesagt. Das ist aber das übliche Spiel. Ja, also meine Take-Home-Message wäre, wir sehen aktuell zwar noch nicht so ausgeprägt wie vielleicht im Mittelmeerraum oder in anderen ariden, semiariden Gebieten die Auswirkungen des Klimawandels, auch in der unterirdischen Ressource, also der Grundwasserressource. Und wir haben entsprechende Ingenieurkunst und Technologien, würde ich sagen, an der Hand, die wir anwenden können. Und es ist eben eine Frage zum einen, wenn wir jetzt an das Abwasser denken und so weiter, dass eine entsprechende Akzeptanz hergestellt wird, aber auch, war auch eine Frage im Chat zu, dass auch entsprechende finanzielle Mittel angefasst werden. Also Wasser ist ja immer viel auch als Abfallprodukt betrachtet worden. Das wird sich sicherlich ändern in Zukunft oder hoffe ich. Und dass man eben auch die entsprechenden finanziellen Ressourcen möglich macht, auf Seiten der Politik, um eben das, was wir in der Technologie können, auch entsprechend umzusetzen. Ja, vielen Dank. Dann sind wir eigentlich jetzt am Ende schon leider. Ja, ganz, ganz toll, sehr interessant. Also ich habe sehr viel gelernt natürlich. Ich hoffe, dass jeder sonst hier auch entsprechend viel gelernt hat und dass ich einigermaßen alle Fragen berücksichtigen konnte. Fast alle zumindest, so wie es aussieht. Genau, und dann wünsche ich noch, will vielleicht noch, wäre Patch noch was sagen zum Abschluss oder ansonsten? Nein, auch von meiner Seite vielen Dank. Schön, dass so viele auch dran geblieben sind bis zum Ende. Ich habe auch sehr viel gelernt und denke, wir bleiben auch in Kontakt, vorhin gehört, Herr Koch. Und genau, und vielleicht geht die Reihe nächstes Jahr weiter. Dann können wir weitere Themen ansprechen, die Berlin-Brandenburg betreffen. Ich denke, da gibt es noch einiges auch zum Thema Klimaschutz, was man da aufnehmen kann. Ansonsten auch einen schönen Abend erstmal weiter und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, tschüss. Wünsche ich auch. Schönes Wochenende. Tschüss.